Ich merke schon beim Erzählen, dass das alles, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das muss man sich mal vorstellen. Für mich ist es heute noch schwierig, daran zu denken, irgendwann nochmal wieder. Ja, ich würde gerne wieder was arbeiten, aber für mich ist das so nach diesem Erlebnis so schwierig, da wieder reinzukommen. Das ist echt übel gerade. Sorry. Fachrichtung Baumschule. Ja, genau. Ach so, ach, okay. Wurzelzeug-Bleib hatte gefragt, deswegen. Ich hatte mir das gedacht. Hey, Obst und Gemüse. Bist du noch beruflich aktiv oder war es das für dich oder läuft da drin an? Ich bin keine Rentnerin. Ich bin, wenn du es so willst, Hausfrau und Mutter im Moment. Das heißt, ich kriege für das, was ich tue, überhaupt keine Kohle. Nur liebevolle Worte. Und nebenbei hobbymäßig, beziehungsweise anmelden muss es ja trotzdem, bin ich halt Streamer. Es ist ein Hobby, aber anmelden muss ich mich trotzdem offiziell. Also von daher bin ich, von daher, ja. Nein, keine Rente. Ich habe arg an dem zu knabbern, wie gesagt, und es hat auch eine Menge dazu beigetragen, dass ich gesundheitlich heute nicht besonders gut Infi! Dankeschön für 200 Bits, Dankeschön. Und schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Warte, ich komme jetzt gerade nicht hinterher. Wen hat er dir doch gepackt? Na, mich, Geran. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Na gut, dass du Twitch hast. Machst du dich selbstständig? Naja, momentan bin ich auf dem Weg dahin, Eurosat, so blöd das jetzt auch klingt. Es ist aber eigentlich, ist das utopisch bei mir. Ne? Aber du musst halt offiziell gemeldet sein, also ist bei mir alles offiziell, so wie es sein muss. Eurosat, danke schön für 100 Bits. So, warte. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwas kaputt haue, was ich nicht kaputt hauen will. Ich hatte meine Ausbildung gemacht und bei einer Besprechung, wie ich mich mache, wurde mir gesagt, ich sei noch zu unreif für eine Ausbildung. Etc. Meine Kollegen sagten das Gegenteil. Okay, vielleicht, wenn die eine Ausrede suchen, um einen in Anführungsstrichen vielleicht loszuwerden oder sonst irgendetwas, dann fällt ihnen das ein. Also das habe ich auf jeden Fall gelernt. Na, wie gesagt, ich war damals so. Ja, okay, vielleicht war ich dumm, naiv, ich habe keine Ahnung. Aber als ich meine Ausbildung angefangen habe, und da habe ich da fest drauf vertraut, weil ich hatte auch noch eine Kollegin, dass sie wissen, was sie tun, ne? Oder was ich tun muss oder was auch immer was. Und habe das alles geglaubt, ne? Und ich musste nicht in die Berufsschule. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, dass ich nicht in die Berufsschule bin. Und dann irgendwann wurde mein Chef dann wohl angeschrieben, logischerweise, ne? Warum ich denn nicht in die Berufsschule gehen würde. Und das Einzige, was er dann da zustande gebracht hat, war eben halt, naja, dann gehst du halt in der Nähe in die Berufsschule mit den Arzthelferinnen. Und da habe ich gedacht, okay. Bis mir dann mein Großtierarzt zu der Zeit gesagt hat, ja, meine Azubis gehen in eine Tierarzthelferin-Klasse. Und da habe ich gesagt, oh cool, das will ich auch. Ich möchte bitte auch mit anderen Tierarzthelfern lernen. Oder heute heißt das ja Medizin. Mann, veterinärmedizinische Fachangestellte heißt das ja. Das klingt heute wesentlich angenehmer. Und ja. Und das war auch eine tolle Klasse. Hat Riesenspaß gemacht, mit denen zu lernen, und es hat mir wesentlich mehr gebracht, da auch Fachtheorie zu lernen, und weil das wäre doppelt gewesen. Ich hätte Humanmedizin gelernt, was vielleicht aus heutiger Sicht gut gewesen wäre, aber deswegen nimmt sich ja kein Humanmediziner. Du hast ja Tiermedizin, also Tierveterinärmedizinische Fachangestellte gelernt. Das heißt, du wirst dann nicht als Arzthelferin irgendwo eingestellt. Na, also von daher, dann hätte ich das lernen müssen und dann nochmal die veterinärmedizinischen Aspekte lernen müssen. Ne? Also
Aber wie gesagt, und danach habe ich eigentlich nur noch im Büro gearbeitet. Ah. Okay. La. Bin im Glück. Alles klar, Geran. Dankeschön. Ich würde Lissy Merch kaufen. Also hast du Tassen? Nein. Ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Das ist, nein. Das ist süß, aber nein, habe ich nicht. Weil das lohnt sich gar nicht für mich. Das lohnt sich auch nicht für euch. Wirklich nicht. Wie beim Türsteher, deine Schuhe passen nicht zum Publikum. Ja, aber ja, die lassen sich dann irgendwas einfallen. Tut mir leid, dass dir das passiert ist. Jeder Arbeitgeber hat auch eine Fürsorgepflicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber du bist dann so dumm und naiv und du denkst dann, dass das alles stimmt, was der dir sagt und solche Sachen halt. Ne? Heute bin ich ganz anders. Aber das ist auch schon Ewigkeiten her. Ne? Das ist schon Ewigkeiten her. Trotzdem hat sich das auch das mit dem letzten Arbeitgeber so gewaltig eingebrannt im Kopf, dass ich mich echt schwer tue. Ne? Menschen sind zwar auch Tiere, aber es gibt auch Unterschiede. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich auf die Gegenwart und Zukunft konzentriert. Ja, definitiv. Als arbeitslosunfähig bezeichnen. Arbeitsunfähig meinst du, ne? Ja, gut, das kann er, hat aber auch dann oftmals alles seine Gründe, ne? Deswegen darf man sich auch nicht runterziehen lassen. Ewigkeiten habe ich immer gedacht. Ja, ne, wenn du, wie unangenehm mir das ist, zu sagen, dass ich arbeitslos bin. Also arbeitslos, Hausfrau und Mutter bin. Ne? Arbeitslos klingt jetzt so, als wenn ich Unterstützung kriegen würde oder sowas. Nein, tue ich nicht. Aber das ist unangenehm, wenn du nicht sagen kannst, ne, ich arbeite im Büro oder ne, ich gehe dann, nachdem Kind dann in der Schule ist oder vorher im Kindergarten oder sowas, gehe ich dann los und komme dann irgendwann abends oder nachmittags wieder oder sonst irgendetwas. Das ist schon unangenehm. Weil ich immer gearbeitet habe. Ne? Also, ja, was war jetzt richtig zu sagen, richtig gearbeitet habe, klingt vollkommen falsch. Ich mache ja nicht nichts. Das Mord ist Dankeschön für 100 Bit. Dankeschön. Ihr braucht jetzt hier aber keine, deswegen die keine. Alles prima, ne? Ich mache das, wenn ich das nicht könnte. Oder das dringend bräuchte da auch, dann würde ich den Hintern hochkriegen und dann würde ich, müsste ich, geht ja nicht anders. Na, also von daher, das ist alles gut so. Dankeschön. Ich würde nicht streamen, wenn ich finanziell davon abhängig wäre. Das würde mir nichts bringen. Also von daher alles in Ordnung. Genieß einfach nur den Stream. Wir hören jetzt auch auf mit traurigen Themen. Was gibt es denn für schöne Themen? Ist es nicht toll, was man hier alles zerlegen kann? Was gibt es denn Schönes zu erklären? Warte mal, was gibt bestimmt noch irgendwas Schönes? Hoch die Tassen, Quercus. Dankeschön für 300 Bits. Dankeschön. Hoch die Tassen, ja. Um Merch zu machen. Ich meine, das kann inzwischen kann man das auch einfach so, ja. Aber ich hätte auch bestimmte Ansprüche darauf. Aber um Merch zu machen, bräuchte ich ja erstmal etwas. Und mir fehlen dafür, dann bräuchte ich neue Emotes. Das heißt, ich müsste erstmal einen Künstler finden, der mir dementsprechend dann diese Emotes macht. Des Mortes! 1000 Bits? Geht's noch? Denk mal lieber an dich. Vielen, vielen Dank für 1000 Bits des Mortes. Dankeschön. Vielen, vielen, du magst Züge. Leute, ist gut jetzt. Ist gut, wirklich, wirklich, wirklich. Psst, ganz ruhig. Wir beruhigen uns jetzt alle. Atmen einmal tief ein, atmen einmal tief aus. Wenn man überlegt, wie viel Zeit man für Haushalt und alles drum und dran aufbringen muss, ist Hausfrau ein Vollzeitjob mit Lohn und Entgelt. Ja, ist es halt. Das weiß ich auch. Das war nur wegen dem Zug. Ach so, es war nur wegen dem Zug. Ja. Das weiß ich auch. Ist halt nur schwierig, dass. Ich bin mein größter Kritiker, hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ne?
das selber dir anzuerkennen, ne? Weil das kommt ja eben halt noch dazu, dass Schatzi viel unterwegs ist. Warum explodieren die nicht? Ach, jetzt doch. Ach ja, klar. Mensch, ich warte, muss ja warten, bis die aufgeschlagen sind. Oh, Loot. Ich liebe diese Explosivfässer. Ja. Das ist okay. Wir fangen jetzt auf. Wir fangen jetzt was. Was gibt's Lustiges? Gibt's irgendwas Lustiges? Oh Gott, in der heutigen Zeit. Ich finde keine lustigen Themen. Ich habe einen neuen kleinen Trailer gemacht. Aber das ist nur. Der ist noch nicht lang. Das ist nur ein Zusammenschnitt von ein paar Clips. Ich muss mal gucken, ob wir uns demnächst mal angucken oder sowas. Ich habe heute selbst Gyros gemacht. Aus schönem Schweinefleisch, Schnitzelfleisch eingelegt und gutem Olivenöl mit leckeren Gewürzen ohne Fett und Knorpel. Und es war nicht deutlich teurer als dieser Tiefkühldreck. Vor allem, da weißt du ja nicht, was da drin ist. Katzenwitz. Ja, genau. Lass uns über Katzenvideos reden. Es müsste mehr Katzenvideos geben. Bin ich auch voll dafür. Wir müssen eine Petition unterschreiben für mehr Katzenvideos. Können wir irgendwas machen? Nee, ne? Nee, das würde angezeigt werden. Okay. Was? Warte mal, Knochen zählen auch zum Kochen? Okay. Ja, wahrscheinlich für eine Brühe oder sowas. Es dauert ziemlich lange, hier zu looten, aber dafür ist ja auch Sonntag. Ich meine, wenn ich es wirklich diese Woche über noch weiterspielen sollte, dann würden wir wahrscheinlich dann wieder mehr den Quests folgen. Also wenn wir das morgen Abend spielen, dann gehe ich wahrscheinlich mehr auf Quests wieder. Wir haben ja gestern einiges fertig gekriegt. War ja nicht so, dass ich untätig war. Ja, wir haben einiges geschafft im Stream. Hab noch keinen guten Gyros gegessen. Also ich muss auch sagen, wobei ich ja keinen... Es gibt auch Veggie-Gyros und der schmeckt. Ich habe jetzt tatsächlich einen gefunden, der richtig gut schmeckt. Weil ich ja keinen Knoblauch vertrage. Und in vielen Gyros ist ja Knoblauch drin. Und ich habe jetzt auch einen Gyros, beziehungsweise Döner ist das gleich. Ne? Oh Gott, das ist ja gar nicht das gleiche. Aber eben halt, der schmeckt richtig gut. Sehr lecker. Aber ich glaube sowieso, dass das selbstgemacht wesentlich besser wird, als wenn du das fertig gekauft kaufst, weil du weißt nicht, was drin ist. Na, wenn du auf die Inhaltsangaben guckst, dann steht da ja eben halt so und so viel Prozent davon, so und so viel Prozent davon. Und ich weiß nicht, ich glaube, da ist selber machen immer die beste Alternative. Dass in diesem Spiel immer so viel liegen bleibt, macht mich echt fertig. Das gewöhnt man sich. Das Schöne ist ja, es bleibt liegen. Selbst wenn, wir hatten ja inzwischen sogar schon von einem Stream zum anderen, wieder beim neuen Einloggen, ist es alles noch da. Das verschwindet nichts. Bloß, ich finde, es lohnt sich halt nicht, nur so und so viel zu zerstören, wie man einsammeln kann. Na, also mich stört das gar nicht, weil du kannst dann anschließend durchlaufen und dann macht plopp, 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 plopp. Das ist so schön. Gyrosfleisch mit Knoblauch, Igitt. Nein, dann war das, glaube ich, Döner. Irgendwie sowas. Und in den meisten Gewürzmischungen ist Knoblauch drin, tatsächlich, bei Döner. Veggie Gyros, und das war nicht gut. Ja, da weißt du halt auch nicht, was drin ist. Hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber bei uns gibt es jetzt einen Burger-Lieferdienst. Die gute, nicht matschige, was? Burger? Oh, ich habe auch einen gekriegt. Warte, warte. Oh, tut, tut. Was ist das denn? Das ist ja süß. Ein Halblull, okay. Ein Burgerlieferdienst. Die gute, nicht matschige Burger liefert sogar ein Veggie. Okay, beim Burgerlieferdienst finde ich das auch sehr selten, dass die nicht matschig sind. Zwiebeln, damit das Fleisch weicher wird, okay. Ja, da fehlt mir für sowas die Zeit, seit ich arbeite. Ja, wenn man dann da wiederum einen guten Lieferdienst des Vertrauens hat, ist ja auch alles prima. Willkommen im Club, ja. Okay, was ist das? Hype-Pad. Oh, Pad. So ein Pad ist auch süß. Ja, den Halblull. Genau. Okay, so ein paar Sachen sind schon niedlich, ne?
So ein paar Sachen sind schon wirklich niedlich. Pilze in Knoblauchöl, wo wir es gerade haben. Herzlichen Dank, Spiel. Ich habe gerade gesagt, dass ich das nicht ab kann, dass ich da sogar allergisch gegen bin. Aber nein, wir hauen jetzt Pilze in Knoblauchöl raus. Was eigentlich fies ist, weil ich weiß, Knoblauch ist aromatisch, aber ich vertrage ihn nicht. Und wisst ihr, in wie viel Veggie, also vegetarischen, veganen Sachen Knoblauch drin ist? Mir ist kalt. Hast du eine Decke oder sowas? Ich habe bei mir immer eine Decke noch dabei. Oh, ach, das war abgeschlossen mit dem Dietrich, okay. Wandelnde Abrissbirne, 4000 beliebige Gegenstände zerstört, 20.000 EP. Ich bin die wandelnde Abrissbirne. Wisst ihr, dass das ein wunderbares Kompliment ist? Ich fühle mich gerade sehr gut behandelt im Spiel. Die wandelnde Abrissbirne, ich liebe es. Nennt mich ruhig so. Vanille-Abrissbirne, klingt auch lecker. Ich bin die Vanille-Abrissbirne, was? Das ergibt doch keinen Sinn. 10. Tag. Ah, oh Mann, ich will eigentlich die Holzsachen gar nicht mehr abbauen, aber ich weiß auch nicht, wo richtiges Holz rauskommt. Und richtiges Holz brauchen wir ja immer noch ganz viel. Für die Holzreste lohnt sich das eigentlich schon gar nicht mehr, das abzubasteln. Ja, ja, ich weiß, gerade weil Knoblauch so vielseitig ist, aber er ist eben halt in verdammt viel vegetarischen Sachen drin oder in veganen Sachen drin. Und das ist echt problematisch, wenn du eben halt... Sowas nicht. Wieso habe ich die denn noch. Sag mal, was mache ich denn hier für halbherzige Arbeit? Hier war ich ja noch gar nicht drin. Was ist denn los mit mir? Ich bin abgelenkt. So, den Fernseher jetzt noch. Aber nicht weiter. Stopp jetzt. Oh, da ist noch eine Milchtüte drauf. Die Milchtüte muss sein. Und das Telefon. Musst du nicht sowieso langsam mal zum Sägewerk wegen dem Holz? Nö, das ist ja, ich krieg ja Holz aus einigen Sachen raus. Und ich kann jetzt mit der Machete zum Beispiel auch diese großen Holzstapel zerlegen. Wieso war ich in dem Badezimmer nicht drin? Was ist denn mit mir los? Ja, ich weiß, Knoblauch ist das ideale Veggie-Gewürz. Das ist aber mein Fluch. Dass ich das hatten wir schon gelesen, ne? Das war das mit der... Nee, wer auch immer nachts seine laute Musik hier rumtrötet, könntest du das bitte lassen? Okay. So, warte mal, wo ist mein Feuer? Da. Guck mal, ist doch perfekt für einen Sonntag, diese Stadt komplett leer zu looten. Melde mich zurück im Notparadies. BB, Sevo, BB. Oh, Kekse. Kekse sind gut. Ich habe hier immer noch einen Keks von gestern hier stehen. Weil ich nicht alle aufgegessen habe. Oh, hier war ich doch fertig. Weil ich nicht gestern nicht alle Kekse aufgegessen habe. Ich habe es ja nicht geschafft. Ich kann ja froh sein, wenn ich meinen Kaffee ausgetrunken habe. Haben wir da alles? Ja. Ja, die Schränke brauche ich nicht abbauen. Das lohnt nicht. So, machen wir hier mal zu. Da kommt, glaube ich, auch noch ein Eisen raus. Sehr schön. Warte mal, wo haben wir denn jetzt eben gerade so viel... Verdammt. Wo habe ich denn jetzt... Welches Haus habe ich denn jetzt gerade? Da. Da, 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 da. Warte, wie komme ich da rein? Da.
Das ist schon voll, okay. Ich finde das wahnsinnig cool. Ja, es ist eben halt noch eine Menge, was wir nicht mitnehmen können. Und manchmal renne ich einfach nicht vernünftig durch die Tür. Oh, da sind noch ein paar Häuser, die wir komplett looten müssen. Na, ihr wisst, was das heißt. Kekse, verdammt, hab meine 10 Schokokookies in der Arbeitstasche vergessen. Nein! Wie kannst du nur deine Kekse vergessen des Mordes? Welch Todsünde. Die armen Kekse. Vor allen Dingen, kann die nicht jemand anders essen? Nee, warte mal, dann würde es ja heißen, dass irgendjemand an deine Tasche rangeht. Nein, 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 nein. Halt. Und wir sind schon wieder voll. Was können wir denn noch aufnehmen? Davon noch ein bisschen, davon gar nichts mehr. Okay. Da sind wir auch schon wieder voll. Oh Mann. Ja, es dauert halt ein bisschen. Da müssen wir auch noch rein. Oh, da, oh, das ist eine Polizeistation. Da sind noch mehrere Hetzer drin. Ich bin in der Zwischenzeit verschwunden. Wieso, wo war ich denn? Ich bin doch hier. Ich bin nicht verschwunden. Ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Bin nicht weg. Ich war nicht weg. Ups. Oder war der Stream kurz weg? Nee, ne? Kein Kamerabild mehr von dir. Nee, das gab's von Anfang an nicht heute. Ich habe heute keine Cam angehabt. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir da reinkommen. Da müssen wir schauen. Wollte ich dir eigentlich schicken, aber die haben nicht durch die Verpackungsmaschine gepasst. Also kommen die jetzt in meinen Magen. Da mach dir mal keine Gedanken. Das ist bei mir jetzt sowieso ziemlich schwierig geworden. Ich finde es immer so lustig. Weil, da muss ich mal dran denken, als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, hat er dann auf der Arbeit davon erzählt. Und dann hat mein Mann dann erzählt, naja, sie ist Vegetarierin. Da hat der Kollege gesagt, naja, irgendeine Macke muss sie ja haben. Ja, entzückend. Und das Witzige ist, ich habe, wie gesagt, ich bin seit Ewigkeiten Vegetarier. Und dann hatte ich ja jetzt, wann war das? War das im November oder war das schon im Dezember, Mensch? Habe ich ja meine zweite Zahn-OP gehabt. Und dann durfte ich ja eine Woche keine Milchprodukte mehr. Und bin dann aber umgeschwenkt, weil Kaffee wollte ich trotzdem noch trinken. Und ich habe nie die vernünftige Pflanzenmilch gefunden für mich, die bei mir die Milch ersetzen kann, weil es hat nie geschmeckt. Ja, die habe ich jetzt gefunden. Und man kann jetzt fast sagen, nee, man kann doch sogar sagen, seitdem ich meine Zahn-OP hatte, bin ich Veganer. Ist einfach so passiert. Und mir geht's wunderbar damit. Also ist bei mir sowieso gerade hier. Das ist schon wieder ein Toaster in der Badewanne. Wer macht denn mal den Toaster in die Badewanne? Warte mal, kommt man da nicht weiter? Also bin ich da ziemlich schwierig geworden in der Zeit. Jetzt habe ich eine noch größere Macke. Um das mit den Worten des Kollegen meines Mannes zu beschreiben. Aber eigentlich ist es ein Kompliment, weil das heißt, ich habe keine andere Macke. Ha. Wenn der Kollege mich kennen würde.
kein Kamerabild mehr. Also ja, das hatten wir eben schon, genau. Ja. Nee, ich hatte auch keins. Das ist jetzt etwas peinlich. Vorhin war mir das nicht aufgefallen. Das ist doch nicht peinlich. Wir haben das gestern schon gespielt, da gab es ein Kamerabild. Wir haben es am Donnerstag schon gespielt, da gab es ein Kamerabild. Das ist doch nicht peinlich. Um Gottes Willen. Peinlich sind andere Sachen. Peinlich ist, wenn du rausgehst und merkst, dass du keine Klamotten anhast. Peinlich ist, wenn du ganz dringend musst und pinkelst und merkst, dass du auf dem Dreier stehst. Also, das sind peinliche Sachen. Aber selbst das ist nicht peinlich. Solange du niemanden triffst damit. Peinlich sind ganz andere Sachen. Peinlich sind ganz andere Sachen. Da kommen gleich ein paar Sachen. Und es ist ganz witzig. Ich weiß nicht, ob es euch genauso gut geht, wenn ich dann sowas aufzähle und sage, das und das ist peinlich, gehen euch dann auch Sachen durch den Kopf, die wirklich mal peinlich gewesen sind, die ihr erlebt habt. Bei mir passiert das gerade. Ich habe Kopfkino. Mir gehen richtig peinliche Sachen durch den Kopf, die mir schon passiert sind. Also von daher, Also das ist nicht peinlich. Da macht ihr mal keine Gedanken, Sebo. Das ist nicht peinlich. Kein Käse? Nein, Quercus, kein Käse mehr tatsächlich. Aber ich habe das bis jetzt... Du kannst veganen Käse nicht vergleichen. Du kannst nichts, was vegan ist, mit Fleisch vergleichen. Das ist vollkommen klar. Das war aber vorher aber als Vegetarier auch schon so. Es gibt aber halt vegane Alternativen und ich komme mit denen echt gut klar. Also ich esse trotzdem Käse. Ich esse halt veganen Käse. Das ist okay. Ich weiß, nicht weinen, alles gut. Ich komme damit klar. Und das ist aber auch immer eine persönliche Entscheidung für jeden selber. Ich habe die für mich getroffen und ich fühle mich gut dabei. Also von daher, ich meckere über niemanden, der Fleisch isst, um Gottes Willen. Ich meckere über niemanden, der kein Fleisch isst. Ich meckere. Ich glaube nicht, dass ich ja schon mal mit jemandem so richtig gemeckert habe. Also hier jetzt so, ich verurteile da keinen für. Das ist immer eine persönliche Entscheidung, weil ich kann da ein Lied von singen, wie das ist, wenn man sich ständig für alles recht... Gewöhnlicher Sammler, 6000 gewöhnliche Materialien eingelagert, jawohl. Oh Gott, was musste ich mir schon alles anhören? So, jetzt gehen wir mal hier hinten rum. Hier muss man doch irgendwie weiterkommen können. Hier waren wir auch schon, da geht's nicht. Ich will da hin. Ich will jetzt erstmal eben... Warte, das können wir. Wir können das kaputt machen. Schon mal das Haus verlassen und nach 20 Metern zurückgelaufen, weil du nicht mehr wusstest, ob du abgeschlossen hast. Ja, das Schlimme ist, du gehst aus dem Haus und du hast sowieso schon dein Ritual und weißt, du hast das eigentlich gemacht, aber du bist eine Axt. Der Tag, an dem ich endlich von dieser Insel runterkomme, rückt immer näher. Ungewöhnlicher Kompakt. Oh, wir kriegen richtig coole Sachen. Das Schlimme ist, du hast eigentlich sowieso schon ein festes Ritual. Habe ich das gemacht? Habe ich das gemacht? Habe ich das gemacht? Ja, habe ich. Und dann stellst du dich selber am meisten in Frage. Ganz fürchterlich. Ganz fürchterlich. Kenne ich. Wirklich. Und dann weißt du, du hast es gemacht, aber du misstraust dir selber. Auf Fleisch kann ich problemlos verzichten, aber ohne Käse wäre es echt hart. Musst du doch auch nicht. Wenn du keinen Grund hast, darauf zu verzichten, hast du keinen Grund, darauf zu verzichten. Ganz einfach. Ich war noch nie missionarisch, was solche Sachen anbelangt. Das würde ich niemals machen, weil ich gar nicht für andere entscheiden kann. Ich kann nur eine Entscheidung für mich treffen. So, ich will da rein. Da ist noch ein Sack. Ich will da rein. Wir können den Zaun kaputt machen. Warte. Haha. Mist. Hat sie mich trotzdem erwischt. So, kann ich jetzt hier rein? Ja, kann ich. Wir sind drin. Oh nein, ein Experten-Dietrich. Wie gemein. Das heißt, ich kann wahrscheinlich auch wieder nicht überall rein. Da ist schon wieder blockiert. Wie mies. Da können wir aber rein. Na gut. Ah, siehst du, nächste Macke. Was, dass ich mir selber misstraue?
Ja, ich sag ja. Eigentlich ist das ein Kompliment, wenn jemand sagt, naja, eine Macke muss er ja haben. Nee, da können wir nur kochen. Pilze und Knoblauchöl. 6 rote Pilze. 5 Zwiebeln. Oh, uns fehlt eine Zwiebel. Dann könnten wir die machen. Oh, warte. Ja, toll, aber die kann ich jetzt nicht aufnehmen. Okay, warte was. Wir versuchen mal eben. Wir machen mal eben uns den Weg frei, weil ich glaube, hier ist einfach nur blockiert, ne? Yep. Warte, das geht auch. Das können wir auch weghauen. Dann haben wir nämlich gleich hier eine Abkürzung. Sehr schön. So. Können wir nämlich gleich die ganzen Sachen schon wieder wegbringen. Ja, Macken habe ich viele. Ach, ich bin menschlich. Klar habe ich viele Macken. Ich kann, bevor ich was gegessen habe morgens, ziemlich zickig sein. Frag meinen Mann. oder bevor ich meinen ersten Kaffee hatte, braucht man mich nicht großartig ansprechen. Ich kann auch ziemlich anstrengend sein. Jetzt hat meine Familie mir offenbart, dass sie Angst vor mir haben in manchen Momenten, wenn ich dann sauer bin und dann sage, oh, vor mich hingrummel oder sowas. Also Angst ist relativ. Das klingt jetzt, ihr wisst, ne? Also so dieses Angst, ne? So von wegen, ich tue keinem was, ne? Aber sie haben Respekt, wenn ich sauer bin. Also von daher können wir die auch kaputt. Oh, die können wir auch kaputt haben. Ich sortiere gern alphabetisch. Ja, ich finde das vollkommen in Ordnung. Wir sollten vielleicht auch mehr, weißt du, für andere Leute sind Sachen, gewisse Sachen, die sie selber vielleicht nicht haben oder bei ihnen nicht vorfinden oder meinen sie nicht zu haben, sind es Macken. Das klingt jetzt im ersten Moment negativ, aber es sind Eigenheiten, die uns unterscheiden. Und individuell machen. Hallo, das ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Sonst wären wir doch alle gleich. Wie langweilig. Dafür wette ich, dass andere Leute andere Macken haben. Und vielleicht wissen sie noch nicht mal, dass sie diese Macken haben. Oder sie trauen sich nicht drüber zu reden. Oder vielleicht nehmen sie die gar nicht wahr oder so. Also ich würde fast sagen, so gut wie jeder Mensch hat eine Macke. Und wenn du gerne alphabetisch nummerierst, dann mach das. Punkt aus. Oh, das ist ein Radio. Das hätte ich fast kaputt gehauen. Moment. The curfew has been extended. Conduct your travel and business during daytime hours only. Be safe. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. The Crown Station. Ich liebe diese Stimme. Mann, ich hau vorher die Dinger kaputt, bevor ich das Radio erwische. Das ist auch großartig. Die Leute, die von sich behaupten, keine Macken zu haben, haben meistens Stimmen. Und das kann gut sein, ja. Oder sie gestehen es sich nicht zu. Weil sie meinen, das ist vielleicht keine Macke. Vielleicht wissen sie es auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Oh, warte, das geht, glaube ich, mit der Machete. Geht das, glaube ich, besser, ne? Nee, geht gar nicht. Oh, okay. Nimm's zurück. Ich mag mit Möbeln vollgestellte Räume. Da, wo andere Platzangst haben, fühle ich mich wohl und kann schlafen. Siehst du? Ich esse seit 2016 meistens Fleischstäbchen. Das ist schon nichts Ungewöhnliches. Ich kann das nicht besonders gut. Meine Schwester hat mir mal welche mitgebracht, mit denen man, also mit denen auch Kinder schon lernen können. Ich komme damit nicht wirklich klar. Aber auch nur, weil ich mich damit nicht beschäftige. Ne? Wenn ich das lernen würde, dann könnte ich das sicherlich auch lernen. Boah, das
brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Den Schrank noch wegen dem Eisen, aber ansonsten brauchen wir das auch nicht zu zerlegen.